Mahlzeit, Freunde. Oh, ich komme gerade aus dem Urlaub. Oh, einmal quer durch die Republik fahren, aber in Furtwangen ist echt am kältesten. Ich habe Post bekommen. Aus Solingen. Ist natürlich immer eine interessante Postanschrift. Ne? Post aus Solingen ist für einen Messerfan schon immer sehr. Hier ist schon auf. Schon sehr interessant. Dieser Klebestreifen auf der Klinge. Von Daniel. Okay. Post aus Solingen von Daniel. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Oh, bisschen zu tief geschnitten. Zwilling. Da arbeitet wohl jemand bei Zwilling. Wow. Klinge und Besteck. Ein Schnitt durch die Jahrhunderte. Deutsches Klingenmuseum. Also ich habe schon gesehen, ich muss echt mal irgendwann mal nach Solingen. Müssen wir mal einen kurzen Urlaub in Solingen irgendwann mal einplanen. Allein schon, um hier diese ganzen Geschichte hier zu besuchen. Deutsches Klingenmuseum Solingen. Das ist ja cool. Mit Öffnungszeiten. Sehr cool. Das muss ich mir mal auf die Seite legen. Das wollen wir mal echt mal hin. Und dann noch in den Werksverkauf bei Böckerne lieber nicht. Das geht mir ins Geld. Oh, geil. Hallo Dennis, herzlichen Glückwunsch zu deinen 10.000 Abonnenten. Zu diesem Anlass dachte ich mir, du bekommst was. Oh, ihr sollt mir doch nicht immer Zeug schenken. Du bekommst etwas scharfes Zeug aus Solingen. Und du kriegst auch einen Kaffee, Schatz. Oh, geil, endlich wieder einen richtigen Kaffee. Bitte schön. Danke, Baby. Ich glaube, den einen oder anderen Artikel könnt ihr sicher gut gebrauchen. Ich bin schon seit längerem Fan deines YouTube-Kanals. So manche Kaufentscheidungen hast du mir mit deinen Reviews erleichtert. Auch deine Autovideos sind klasse, obwohl da mache ich gar nicht so viel. Mach weiter so mit dem Kanal und bleib wie du bist. Mit freundlichen Grüßen, Daniel. Das werde ich mit Sicherheit machen. Und was hier geil ist, das ist hier so. Kann man das, ja, das ist ein. Cool. Klingenstadt Solingen. Ich habe leider nichts Magnetisches. Aber in der Küche. Das heften wir an den Kühlschrank. Mensch, Daniel, das ist aber nett. Help for Life. Das haben wir hier. Irgendwas von Zwilling. Cool. Packen wir nachher aus. Das ist irgendwie eine Einkaufstasche, Geschirrbuch oder irgendwas. Zwilling, die machen ja richtig gute Küchenmesser. Haben wir auch eins davon. Schaut mal rein. Da kenne ich zwei, die sich über die Kiste echt freuen. Was gut ist, sind die kleinen Tütchen, da kann man schön dosieren. Ne? Ja, da werden wir so mal das ein oder andere Tütchen wieder in Post stecken. Ne? Daniel, du bist ja wahnsinnig. So viel zum Zahnarzt kennen meine Kinder gar nicht, wie die hier wieder Süßes kriegen. Aber oh, hier ist was für Papa dabei. Zwilling, hier scheint aber echt jemand den Souvenirshop von Zwilling geplündert zu haben. Das Original Frühstücksbuckelmesser von Zwilling. Das ist ja geil. Wie gut jetzt im Urlaub gebrauchen können, denn das Besteck und Messer im Center Park und alles, das könnte echt in der Pfeife krauchen. Boah, das sind die richtig schönen Brötchenmesser. Ey. Steht hier drauf, 280 Jahre Edition. Geil. Das ist ja, das sind richtig brauchbare Sachen. Geht nicht mehr rein, okay. Oh, gleich zwei Stück. Leck am Socken. Da hat aber echt jemand den Zwillingsstore geplündert. Eine richtige Haushaltsschere. Auch natürlich von Zwilling. Oder was haben wir denn hier? Ja, Zwilling, made in Germany, damit kriegst du auch gut schwere Flaschen auf. Haushaltsschere, und die Maria vorhin, unsere Alte, die kauft nämlich echt gar nicht mehr. Sag mal, Mensch Daniel, du bist ja wahnsinnig, oder? Du bist ja verrückt. Boah, meine Fresse, ey. Zieht euch. Vorsicht, wirklich scharfe Klingen. Boah. Zieht euch das Chefknife rein hier. Zwilling Pro.
7-Inch-Klinge. Ja, leck mich am Socken. Boah, das Ding aus dem Vollen geschmiedet, ne? Leck mich am Socken, ey. Guckt euch diese, weiß nicht, so eine Mischung zwischen, ne? Chefknife, Sandoku, Wiegemesser, alles in einem ein bisschen, ne? Aber die Dinger finde ich klasse. Für die Küche. Kann ich jetzt endgültig meine billigen Messer entsorgen. Dann haben wir nur noch Zwilling in der Küche. Boah, leck am Socken. Da wird wieder Gemüsepfanne fällig. Mensch, Daniel, du bist ja verrückt. Sollst mir doch nicht solche teuren Sachen schicken. Aber das hört man nicht auf. Arbeitest du bei Zwilling? Twin Beauty. Jetzt bin ich aber gespannt, was Zwilling unter Twin Beauty. Ach was. Das komplette. Oh, das ist was von Maria. Einmal komplett Zwilling-Maniküre, ne? Nicht das billige Zeug, das es halt so im Supermarkt gibt, ne? Original, das komplette Maniküreset. Made in Germany. Zwilling. Classic Inox, rostfreier Edelstahl. Na, das ist ja mal Sache, ey. Super, ne? Wird sich Maria freuen. Denn die Damen können sich damit stundenlang verweilen, sich die Nägel zu manikieren. Wow. Spitzenmäßig. Wäre aber nicht nötig gewesen, Daniel, aber nehme ich trotzdem gerne. Vor allem das hier ist natürlich für mich als Vegetarier, der in der Küche, keine Ahnung, so 2 Zentner, 3 Zentner Gemüse im Jahr schnippelt, kannst du nicht gut genug kräftige Küchenmesser haben, die ein bisschen was abkönnen. Weil ich habe noch so günstige gehabt, habe ich die Hälfte schon mal letztens entsorgt, wo wir die ersten Zwillings gekauft haben. Da merkst du halt echt den Unterschied. Die Teile sind halt nach, die ziehst du 20 Mal übers Brett, dann sind die stumpf, dann kannst du wieder an den Stahl gehen. Und meine Zwillinge, die haben alle noch den Originalschliff. Wow. Das ist ja ein geiles Teil für die Küche, ey. Mein lieber Scholle, Daniel, 1000 Mal, 10.000 Mal vergelt's Gott. Scharfes Zeug aus Solingen. Hammer. Zwei Brötchenmesser, der Haushaltsschere, ein Küchenmesser und auch noch ein Maniküreset. Ja. Ich glaube, Solingen muss ich mal einen meiner nächsten Kurzurlaube planen. Ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert, da mal vorbeizuschauen. Ne? Also, das sage ich schon mal an der Stelle recht herzliches Vergelt's Gott, Daniel, an dich und an alle, die hier immer wieder reinschauen, bewerten, kommentieren. Und ich glaube, ganz herzliches Vergelt's Gott von meinen Kindern. Das muss ich jetzt erstmal wegpacken und in kleinen Dosierungen an die Kids ausgeben, sind so wie ich die kennen, würden die hier den ganzen Berg auf einmal wegfuttern und die nächsten 3 Tage fällt das Mittagessen aus vor lauter Süßkram. Ne? Okay, Leute, jetzt gehe ich erstmal weiter auspacken und hier schon mal danke für die tollen, scharfen Sachen. Hier richtig schönes, klassisches Buckelmesser. Ne? Dann werden wir doch gleich morgen früh zum Frühstück einweihen. So, jetzt aber. Ciao, Leute, macht's gut.